Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mods Alpha. So, wir wollen jetzt mal schauen, dass wir da hinten mal das Haus schon ein bisschen hinbekommen. Und da würde ich auf jeden Fall erstmal mit den Carpenters Blocks ein bisschen arbeiten. Dafür brauchen wir Sticks und Moss. Und wurden die so gemacht? Jop. Habe ich noch Holz? Nein. Dann schauen wir mal, inwiefern das schon reicht. Machen wir mal hier die. Machen wir uns mal eine neue Spitzhacke, dann machen wir jetzt gerade echt mal nur die Steinspitzhacke. Und dann nehmen wir auch mal sonst das Iron mit. Weil ich würde jetzt mal liebend gern schon mal so weit was erst verarbeiten. Und zwar hatte ich vor, erstmal so das Iron zu verarbeiten, damit ich ein paar gewisse Blöcke machen kann. Pulverizer, du gibst nach da alles aus. Du nimmst dann da an und gibst nach da aus. Und dann machen wir dir nochmal eine kleine Truhe, wo das rein kann. So, Eierenohr. Okay. Machen wir hier auch die Ecke weg. Hier auch. Und hier auch. Okay. Dann schauen wir mal, wir brauchen noch hier die. Wie konnte man mal jetzt die Ecken machen? Nochmal mit. Mach mal so ein paar Mal. So. Ja, ich würde das gerne so schräg haben. Ah, das war es so. Dort. Dann wissen wir jetzt mal, wie wir damit arbeiten müssen. Was? Wann ist der denn gekommen? Mir kam überhaupt keine Meldung. Okay. Oh, ich kann diese ActX-Musik gar nicht machen. Ich muss hier noch den Airblock. Sind schon am meisten da. Oh, sehr schön. Machen wir mal einen neuen Smelter. Ein bisschen Cleanstone, wenn wir den hätten. Oder brauchen wir dafür Cleanstone? Ich würde nämlich gerne die Factory-Blöcke machen. Ja. Ein bisschen brauchen wir. Machen wir mal einen halben Deck, ohne uns was zu mampfen. Und dann kann hier mal so ein Fleisch hinterher.
fliegen dann ins Bett, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier, oder? Da! Das machen wir jetzt einmal gerade ganz billig dicht. Zeit gewundert, wo der herkam. Ich habe mich schon gewundert, was war das denn gerade für ein Vieh? Grundaufbau. Machen wir hier eine Doppeltür. Oh, ist sogar symmetrisch. Wie würde das aussehen? Vielleicht. Nee. Da machen wir das hier schön weiter. Und wie siehst du, komm, wir brauchen viel mehr Carpenter's Blocks. Machen wir hier nur schnell die Ecke fertig. So, das ist schon mal sehr schön. Dann schmeißen wir hier das mal rein. Nehmen wir uns mal so 12 davon auf und machen dann mal ein paar Carpenters Blöcke. 45, das ist nicht so der awesome Gewinn. Jetzt wieder die Überdachung fertig. Aber das könnte ein schönes Haus geben. Ich finde es ja noch hier so schöne Abrundungen dann. Ja, kann man so lassen. Was? Oh, das ist ja perfekt. Das wusste ich ja selbst noch nicht. Stecke ich mich mal gerade hoch mit Gravel. Ja, sehr schön, dann weiß ich schon, wo das achten kommt. Wollen wir abrunden. Also das wusste ich selbst noch nicht, dass das geht.
Nein. Alter, willst du mich verarschen? Oh, ich krieg einen Anfall. Mach ich später. Mach ich jetzt mal hier die Ecke rein. Hier. Und dann machen wir das hier mal so voll. Und wir machen dann mal die Fan. Nicht die Fantasy Blocks, wie komme ich zu Fantasy Blocks? Die Factory Blocks. Machen wir uns mal so zwei Stacks. Bearbeiten die mal mit dem Chisel, was kann man da so raus? Boah, ich weiß schon, was in die Ecken rein muss. Das sieht doch geil aus. Das sieht doch mal echt geil aus. Ey Leute, da müsst ihr echt zugeben, dass sie. Ey, ich bin gar nicht überwältigt von den Blöcken. Was nehmen wir denn dann? Nehmen wir hier diese Very Rust. Da sieht das auch schon schön zugenietet aus, finde ich. Genau wie hier. Nein. Wo ist mein Diesel, die Diesel? Warte, warte. Ah, ne, wir nehmen jetzt die. Und ich hab schon wieder gesehen. Das sind hier genau gesagt nach. Die nehmen wir es auf jeden Fall mit, die sind teuer. Was fehlt mir so hier? Ey komm, das sieht doch genial aus für so ein Maschinengebäude. Sind zwar ein bisschen teurer, aber man kriegt dafür verhältnismäßig viel. Oh, ich sehe gerade, jetzt gehen die schon die Blöcke aus. Ach, komm schon. Aber das kommt doch irgendwie so gerade gerufen, weil die Folge ist schon so gut wie vorbei, leider. Aber ich muss sagen, das Gebäude entwickelt sich prächtig. Ich würde sagen, so endet jetzt dann aber erstmal meine Aufnahme. Dann mache ich das irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, offscreen weiter. Hoffentlich. Kann es leider nicht versprechen. Aber ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht,
Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Ihr kennt den Schmutz. Schaut auch mal mit Sigurin vorbei, der wird sich auch über ein Abo und ein Like freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mozzalsa. Und bis dahin würde ich sagen, seht ihr noch, wie ich die letzten Essenzen wieder einpflanze und die Spitzhacke aufhebe. Und dann war es jetzt auch schon. Tschüss.